Hey ho meine Lieben, es ist wieder soweit, ich bastel mir einen Cocktail. Nein, die kommen nicht zu mir. Ich bin unschuldig. Ja, was mache ich mir heute? Einen, ja, frei nach Rezept Batita Orange. Ich habe einfach Bock drauf, Leute. Ich kann nichts dafür. Und, ja, teilweise kommen die Cocktails ja gut an. Wer sie nicht angucken will, überspringt es einfach. Ihr seht es ja in den Videotiteln. Ja, gehen wir rüber an die kleine, aber feine Küchenbar und legen wir los. Tja, das sind schon die ganzen Zutaten. Hier habe ich mein Rezept liegen und ich mache das ganz einfach frei nach dem Rezept. Wo fangen wir an? Tun wir hier erst einmal ein bisschen Crushed Eis rein. Dass das nachher auch gleich wieder in die Gefriere kommt. So. CL Schlagobers, also das scheint der Österreicher Rezept zu sein. Hau mal einfach mal ein bisschen was von der Schlagsahne da rein. Ob das jetzt 2 CL sind oder nicht, ist mir relativ, ist nur für mich. 2 CL weißer Rum. Einmal. Ja, knapp zweimal. Dann Batita di Coco. 2 CL. Ja, komm. Da machen wir zweimal 3 CL. Wie nehmen die immer das? So. Ups. Ja, viel zu gefährlich für mich. Dann haben wir 6 CL Batita di Coco und 6 CL Orangensaft. Da ist ja nichts drin. Achso, da muss ich ja jetzt mindestens 9 nehmen. Ne, 12. Jetzt haben wir 6. Habe ich nicht mitgezählt. Egal. Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Ja. Ja, schön shaken. Oben noch ein bisschen Sahne drauf tun. Cocktailkirsche und alles andere denken wir uns jetzt. Halt nee, denken wir uns nicht. Ich habe doch noch meine Orange. Nicht, dass uns die schlecht wird hier. Plop, plop, plop. Ja. Nö, 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 nö. So, und jetzt ganz schnell das Crushed Eis in den Gefriere wieder. Wieder weg.
Tja, und was soll ich sagen? Fertig ist mein persönlicher Partita Orange. Und ganz wichtig natürlich, dass ihr nicht auf den Hintergrund schaut, weil da muss ich nachher erst wieder spülen. Ja, ganz wichtig jetzt, wie schmeckt das Gerät? Hoho, lecker, lecker, lecker. Mit dem Rum noch mit da drin, sehr geil. Schön cremig, sahnig, Sahne obendrauf noch, richtig geil. Oh, genau richtig heute. Ja, lasse ich mir schmecken. Auch eine schnelle Idee zum Nachmachen. Getränke waren gekühlt, bis auf die zwei Alkoholiker. Und ja, Daumen nach oben würde mich freuen. Ein nettes Kommentar und Prösterchen. Ich gehe genießen. Und Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.